liebe Leute, ich bin's wieder, euer Mongo von Kanal Mongo Medial. Und heute widmen wir uns einem Thema, das ein wenig in Vergessenheit geraten ist auf diesem Kanal. Aber ich kann euch raten, schaut doch mal rein. Da geht's um die, Gothic-Schlager-Darkwave-Synth-Pop-Gruppierung Seelennacht mit dem charismatischen Mark Ziegler, der wo da so tut, als ob er der Sänger ist, und seinen Mietmusiker hier links im Bild, der haarische Klaus. Ja, also heute mal ein Kritikvideo. Ich bin ja absolute Seelennacht-Fan und heute geht's in die Kritik. Ich hoffe, euch geht's gut, weil mir geht's... Ne? So, heute, weil ich nehme dieses Video jetzt auf in meine, sagen wir mal, Osterphase, ne? In meine Osterphase, deswegen bin ich der Kali Mongo mit Sambrongo. Und so sehe ich auch jetzt mal auf Twitter aus. Ich habe immer mal wieder ein anderes Profilbild, aber das ist immer der gleiche Mongo. Da, wo Mongo drauf ist, ist auch Mongo drin und jo. Gut, also, ja, was ist los mit die Band Seelennacht? Also, diesen Mark Ziegler hier, der wo da so am Abgehen ist, an Performen, ja, der hat ein sogenanntes Social-Media-Problem. Ne? Das Social-Media-Problem zeigt sich auf der Art, dass Kritik nicht gewürdigt und aufgenommen wird, sondern mit brachialer Gewalt weggedrückt wird. Und das prangere ich als großer Seelennacht-Fan an, denn selbst mich hat das getroffen. Ne? Selbst mich hat das getroffen. So, jetzt ist das so. Wir kennen das ja von verschiedensten schillernden Persönlichkeiten in die Internet, Lolchaos, Masken, sonstige witzige Kreaturen. Und jetzt ist das hier so, dass die auch das machen. Also wenn sie Kritik bekommen, wird immer nur gegengeschossen, keine Kritikfähigkeit und so weiter. Jetzt sind zarte Kritikpflänzchen gesprießt, bezüglich Qualität der Lieder, Qualität des Gesangs, 1:1 Optik mit den anderen Sängern da von, wie heißt der, Blutegel oder was, ne? Also quasi, dass Seelennacht nur eine billige Schlagerkopie sei von die richtige Gothic Darkwave, ne? Entschuldigung, das schneide ich raus. So. Das wurde gesagt. Und anstatt damit zu arbeiten, um das irgendwie auszuschalten, wurde sofort blockiert und rausgeschmissen und so weiter. Und das finde ich nicht gut an die Stelle. Ne? Da muss man souveräner mit umgehen, vor allem wenn man da so jahrelang so ein Projekt durchzieht, wo man sich wirklich da auf die Bühnen der Flohmärkte der Nation stellt und seine Musik performt. Ne? Da muss man souveräner mit umgehen und da muss man auch selbstkritisch sein. Und nur so kann man sich verbessern. Ne? So, und was ist jetzt passiert? Das führt jetzt dazu, dass auf die Social-Media-Kanäle gähnende Leere haust. Ne? Es kann sein, dass der Mark jetzt mittlerweile mal einen 400-Euro-Job angenommen hat oder 500-Euro-Job oder was auch immer und mal hier beim Rewe die Einkaufswagen zusammenschiebt. Auf jeden Fall kümmert er sich null um Social Media. Also Instagram weitestgehend tot, Twitter tot, ja, keine Inhalte, keine irgendwie mal hier, ich bin im Studio, hier ich bin am Schreiben, hier ich bin am, weiß ich nicht, rohes Fleisch essen, weil ich ja so ein Dunkel-Gothic-Typ bin und so weiter. Nix, ne? Nix. Auf Facebook gibt es so ein paar Ankündigungen. Immer nur zu Konzerte, also Geld abgreifen, Leute ziehen, das geht. Aber für mich, für die Fans, ja, da kommt kaum noch Inhalt, ne? Und auch immer nur die Fotos, wie er da irgendwie so designt, irgendwie rumsteht, das ist auch nicht das Wahre. Also, da läuft nichts richtig, ja. Und dann kommt es noch dazu, dass Fan-Accounts gesperrt werden, ne? Ich habe einen Fan-Account, das ist der offizielle Fan, offizielle Seelennacht-Fanclub auf, hier auf Instagram, ne?
Instagram. So, und da habe ich hier richtig tolle Werbeclips und so weiter gepostet. Und da hat er mich gesperrt. Ne, das ist klar. Da wird überhaupt nicht jemand mehr. Ich guck nochmal, wie er offiziell das Seelennachtfeindclub. Genau. Da wird sofort, ja, wenn irgendwas, ja, was gemacht wird, dann wird sofort blockiert, anstatt dass man das sich freut, dass Leute sich die Arbeit machen. Guck mal, wie er da singt. Ach, guck mal hier. Ach, guck mal hier. Ha, ist das denn was? Jo, ne, das ist etwas. So. Und da wird sofort blockiert, gesperrt, was auch immer. Ne? Also das geht nicht. Und was hat ihnen das eingebracht? Die Masse der Kritiker sitzt jetzt hinter verschlossener Tür und wird immer unzufriedener. Und das heißt, die Aktionen werden natürlich härter. Mir ist zu Ohren gekommen in meiner Aufarbeitung, dass unter anderem bei Auftritten in Dresden und sonst wo, dass da Hater anwesend sein werden. Also ich weiß nicht, ob das so glimpflich ausgeht. Ich denke mal, sie werden dort den sogenannten Mark Ziegler zur Rede stellen, was die Scheiße soll. Ne? Und es ist ja so weit gekommen, dass einzelne Titel live nicht mehr gespielt werden. Und es reicht schon, wenn man nach diesen Titeln fragt. Das muss man sich mal vorstellen. Eins Band bringt Alben und Lieder raus und wird wegen einem Lied, ja, so das sogenannte Schall und Rauch, dermaßen verarscht, nur im Internet, ne? Mit witzigen Clips überzogen und so weiter. Und das führt dazu, dass diese Band, also jetzt eigentlich nicht diese Band, das ist ja eigentlich nur hier rechts der Mark Ziegler, so dermaßen unsouverän damit umgeht, dass Schall und Rauch nicht mehr live gespielt wird und dass Leute, die nach Schall und Rauch fragen, direkt blockiert werden. Also man muss sich mal vorstellen, wie unsouverän kann man denn überhaupt mit irgendwas umgehen? Und da ist Mark Ziegler auf jeden Fall für euch der richtige Ansprechpartner. Also schaut mal rein auf ihren tollen YouTube-Kanal. Da sind so tolle Videos wie das hier zu finden. Und ja, ich kann das nur an die Stelle mal anprangern. Ne? So, ja, ansonsten mache ich mir jetzt schön Deezer auf, Deezer, schön Seelennachtballen, ne? Ja, alle Lieder mitsingen und so weiter. Und ich hoffe, das Video hat euch ein bisschen Spaß gemacht hier. Wie gesagt, die Seelennacht-Videos sind auch wirklich witzig. Das ist eine sehr, sehr witzige Band und da habe ich schon ein paar für euch vorbereitet. Ich habe unter dem, und wahrscheinlich unter dem Video das verlinkt, die Playliste oder den Abspann. Wir gucken mal. Wir sehen uns in die nächste Video wieder. Ich war euer Mongo von Kanal Mongo Medial und ich sage wie immer zum Ende von Video. Oh, let's go! Ciao.